Einen schönen guten Morgen bei deinen Erklens TV. Wir sind heute bei Rewe Steffens in Erklens. Ja, wir sind jetzt hier bei Rewe Steffens in Erklens. Neben mir steht Herr Steffens persönlich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Da sind Sie ja früh auf den Beinen morgens, ne? Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben jetzt kurz nach 5:30. Also da wird jeden Morgen auch ganz frisch die Ware angeliefert. Ja, das muss ja so sein. Unsere Kunden, die um 7 Uhr in den Laden können, brauchen ja ihre frische Ware. Ja. Das heißt, wir schauen jetzt mit euch gemeinsam mal hinter die Kulissen, wie so ein Tag hier abläuft im Rewe in Erklens. Und ja, werden natürlich gleich dann auch die Regale mal mit einräumen, wie sich das gehört, damit ihr alle auch frische Ware dann morgens beim Frühstück und natürlich bei anderen Tageszeiten hier genießen könnt im Rewe. Ich stehe jetzt neben der Frau Maaßen. Schönen guten Morgen, Frau Maaßen. Guten Morgen. Wir beide werden uns jetzt der neuen Ware widmen und sie sozusagen einliefern, ne? Genau. Also als erstes gehen wir mal mit unserem MDE-Gerät und müssen die Ware ja erfassen, dass sie auch alle da ist. Okay. Das heißt, die wurde uns von der Zentrale eingespielt. Ja. Und wir müssen jetzt mit dem Gerät mal jedes Rollgitter anscannen. Da ist so ein Barcode drauf, damit wir dann auch erstmal sehen, ob wir alle Rollgitter haben. Die Detailkontrolle, die passiert erst nachher, das kommt später. Also einfach erstmal kontrollieren, ob die Ware, die bestellt wurde, auch angekommen ist. Genau, ob die Rollgitterweise alle da ist, ob das für den Metzger da ist, das für die Obstabteilung. Und danach kann man dann auch kontrollieren, sind denn auch, wenn ich 5 Kisten Bananen bestellt habe, habe ich auch 5 Kisten bekommen. Erstmal werden die Rollgitter an sich erfasst. Wann beginnt dann so Ihr Arbeitstag immer? Meistens so 5:40, 6:15. Okay. Und dann bis 10 Uhr abends? Nein, wir arbeiten natürlich im Schichtsystem. Eigentlich ist das nach den neuen Öffnungszeiten ein Kommen und Gehen. Die ersten kommen halt morgens 5:45. Die letzten kommen abends 19 Uhr. Das ist dann die Schicht, die bis 22 Uhr bleibt. Also das ist ein ständiger Wechsel. Es arbeitet keiner länger als 8 Stunden Schicht. So sieht's aus. Ich scanne jetzt eine Runde, damit wir auch wissen, was hier angeht. Den haben wir ja schon, ne? Also würde ich jetzt hier einfach mal sagen, so, da, guck mal hier. Und dann wird mir alles direkt aus der Hand genommen. Das ist ja ein Job, der macht ja jetzt schon Spaß. So, da kann man sich, ach nee, hier oben war was, ne? Ja, genau. Sehr gut. Herrlich. Ja, das ist doch mal ein schöner Start in den Tag, ne? Die Kollegen nehmen sich die Rollgitter jetzt der Reihe nach und sortieren die Brot in die Brotabteilung, Fleisch direkt zum Metzger. Fleisch ist auch in diesen Thermoboxen, damit es auch gekühlt bleibt. Thermobox mit Eis drin, damit es auch gekühlt bleibt bis zum Einräumen, damit die Kühlkette erhalten bleibt. Mhm. Ansonsten, da ist teilweise noch ein bisschen Nachlieferung bei für den Markt. Das geht ins Lager und das Obst wird halt direkt so hingestellt, wo es auch hingehört, damit es am leichtesten verarbeitet werden kann. So, wir haben jetzt die Ware eingescannt, nur damit ihr das auch nochmal wisst. Wir haben die Ware in Empfang genommen, wir haben sie eingescannt, sie ist im System hinterlegt und jetzt wird es quasi dazu übergehen, in den einzelnen Bereichen hier im Markt die Ware auch wieder einzusortieren, damit sie dann auch da liegt, wo ihr sie kennt oder vermuten würdet, ne? Brot zu Brot, Obst zu Obst und so weiter. So, wir räumen jetzt erstmal das Obst ein mit dem Herrn Steffens gemeinsam und da stehen die Bananen jetzt an. Da stehen die Bananen. Wir haben ihm was ganz Einfaches gegeben, wo sie auch nichts kaputt machen können. Die alten Bananen bitte rausmachen, die Treppe sauber machen und dann finden Sie da vorne das neue Rolli. Wo welche Bananen hinkommen, zeige ich Ihnen gerne. Okay, das heißt, ich nehme jetzt erstmal die älteren Bananen raus und dann gucken wir weiter. Ne? Die werden auch jeden Tag frisch ausgetauscht? Die werden ausgetauscht, die werden sonderverpackt. Wenn sie noch einigermaßen verkaufsfähig sind, kommen große Beutel, dann machen wir dann 99 Cent drauf und schnell raus. Mhm. Oder wir liefern im Sommer auch Eisdielen damit, weil diese ja sehr süß und sehr gezuckert sind. Die sind also sehr gut für Shakes oder für Eis oder dergleichen. Okay. Es gibt ja oft auch die Diskussion um Lebensmittel, die zu früh aus den Regalen genommen werden, die man eigentlich noch essen könnte, weil die Mindesthaltbarkeit ja nur abgelaufen ist. Mhm. Was passiert damit? Also wir sind seit ungefähr 15 Jahren Lieferant der Tafel. Wir beliefern hier die Tafel in Erkelenz, nicht nur mit unseren fertig gepackten Tüten, sondern auch mit dem Obst, was augenscheinlich nicht mehr so frisch oder so ausstellungsfähig ist. Also man versucht wirklich da alles auch noch unter die Menschen zu bringen, dass da auch die Tafel natürlich von profitiert hier in Erkelenz. Das ist wirklich eine tolle Sache auf jeden Fall. Ja, absolut. Also wir versuchen das Ganze so einzuschränken, so gut es geht. Mit dem Wegwerfen. Wir haben jetzt die Kiste auch ein bisschen höher gestellt, dass das rückenfreundlicher ist, natürlich auch für die Mitarbeiter, muss ich ganz ehrlich bestätigen. Und die können wir dann direkt hier vorne reinlegen. Also wenn ihr heute mal eine Banane esst, dann denkt an mich. Die habe ich nämlich hier mit viel Liebe reingesetzt, ne? So wie es sein sollte.
So, wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Chiquita-Banane und der Rewe-Banane? Vor allen Dingen preislich. Die Rewe-Banane ist preislich niedriger angesiedelt. Das ist eine reine Handelsmarke. Da steckt irgendein namhafter Hersteller hinter. Ob das Chiquita oder Del Monte oder wer auch immer die Bananengarde liefert, das ist halt nur unsere preiswerte Alternative zur Chiquita-Banane.